und willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Folge von Club der Asse und diesmal ein ganz besonderer Gast, auf den ich mich wirklich gefreut habe, von Schlesien ist heute dabei bei Club der Asse und ja, von Schlesien für etliche vermutlich kein unbekannter Name, da durchaus der immer wieder auf Twitch anzutreffen ist in Livestreams, wo er das macht, ja, was er, möchte ich sagen, fast immer macht und zwar ja, mit einem seiner Jäger die Lüfte ja, unsicher zu machen für seinen Gegner. Ja, von Schlesien ist auch ein Pilot, dessen Flugstil ganz allgemein, man hat es ja auch bei der ersten Aktion gemerkt, ein kurzer Angriff, da wird nicht nachgedörnt, da wird sofort wieder Höhe gewonnen, da wird die Schlacht gelesen und es war auch gut so, denn hier hat man gesehen, da kamen gleich etliche weitere Gegner rein. Ja, ein Spieler, der hier ganz, ganz viel Wert auf Effizienz, Effektivität legt und ja, der nicht, sagen wir, den nur schnellen Abschuss sucht, sondern, da kommen wir später noch dazu, eine mehr als beeindruckende Statistik auch aufweisen kann. Und ja, von daher ein ja, wirklich der toller Moment für mich auch in diesem Format, denn von Schlesien ist einer von jenen, die auf der inoffiziellen Liste rumstehen, von jenen Piloten, von denen ich gehofft habe, dass sie mir auch mal ein Spiel zukommen lassen. Da gehören Piloten dazu, die teilweise schon im Format ihr Stell dich eingegeben haben und nun ein weiterer dieser Liste von Schlesien, vom Jagdgeschwader 3. So, nun aber, wir sind bereits hier mitten im Luftkampf beim Flugstil von Schlesien. Ich sag mal, so wie ich es sehe, wie ich es bewerte, nicht nur hier, sondern auch in seinen Streams. Es wirkt im ersten Moment fast ja, ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, aber wer ihn kennt, wer mehr als nur eine Schlacht von ihm gesehen hat, weiß, von Schlesien ist einer, der akribisch genau die Schlacht liest, der auch seine Gegner analysiert, der immer wieder sich auch die Zeit nimmt, kurz mal in das Datenblatt des Gegners zu sehen, wie viel Erfahrung hat er, wie viel Erfahrung hat er mit der jeweiligen Maschine, die er fliegt. Er überlässt hier absolut nichts dem Zufall. So, nun mal Angriff auf eine französische 406 und ja, in Brand gesetzt und die hat es auch schon hinter sich. Das war Abschluss Nummer 1. Hier nun eine Martlet, ja, viele werden sich fragen, was ist die Martlet? Man sieht sie ja nicht allzu oft. Das ist die F6F Hellcat in Diensten der Briten und somit durchaus ein Gegner, der C205 Serie 1 Serie Uno, der durchaus ebenbürtig ist. Und hier haben wir es auch noch mit einer recht frühen Version der 205 zu tun. Die hat noch die rein italienischen MGs an Bord. Somit der kommt sie nicht in den Genuss der deutschen MGs und Kanonen, was die Sache der umso schwieriger macht und die Erfolge umso größer. Ja, man sieht hier auch, das ist ja kein immer wieder nervöses Kamerazucken, sondern es ist die permanente der Kontrolle, die Analyse, die Feststellung, wo bin ich, wo sind meine Gegner. Und man merkt wie immer auch, es gibt hier eigentlich keine einzige Aktion, keinen einzigen Angriff, der einfach mal stattfindet nach dem Motto, ja, wird schon irgendwie gut gehen, sondern da ist auch immer ein Konzept dahinter. Und so, nun eine Typhoon hier von der Seite, er greift sie an und ja, auch in Brand gesetzt und der hat schon Abschuss Nummer 2. Sah relativ ruhig und unspektakulär aus, aber ja, das eine ist gewiss, das war definitiv kein Zufall. So, nun auch unter ihm eine B36 und eine Hurricane. Ich muss dazu sagen, man sieht es ja auch oben eingeblendet, die Schlacht in Summe dauerte über 33 Minuten. Es gibt relativ viele Schnitte hier in dieser Aufzeichnung, sonst würde das Video auch ein bisschen zu lang dauern. Aber ja, es soll dennoch genug Zeit sein, um auch ein bisschen auf die Zahlen, auf die Statistiken, auf das Erreichte von Schlesien einzugehen. So, und nun aber kurz Konzentration auf die Hocke unten. Dreht er nach, er täuscht an. Und man merkt sogar, wenn ihr hier Richtungskorrekturen macht, der hat die ganze Zeit auch natürlich die Höhe im Auge, die Geschwindigkeit im Auge. Er hat einen Vorteil und diesen Vorteil, wenn er ihn hat, gibt er absolut nicht aus der Hand.
Die W36, ja, versucht ihn noch auch ein bisschen runterzuziehen. Allerdings hat sie sich jetzt auch ein bisschen vom eigenen Team entfernt. Ich lese ihm ein paar Schüsse, gehen mal drauf. Ja, zieht aber nicht, sage ich jetzt einmal, tja, wie ein Kampf und nach, sondern ja, er sucht immer den richtigen Moment. So, nun vor allem eine Hurricane. Sie bereits lädiert. Er hält drauf, sie ist im Brand und ja, Abschuss Nummer 3. Tja, man könnte fast meinen, wenn Verschlesschen länger als eine Sekunde auf einen Gänger drauf hält, dann war es das auch. Und jetzt auch mal kurz zur Statistik. In Summe hat von Schlesien im RB-Modus in den Luftschlachten über 15.000 Schlachten bestritten und nun, tja, diese Zahlen sind jetzt nicht geschönt, sondern direkt aus dem Datenblatt entnommen. Von den 15.000 Schlachten gab es 12.600 Siege. In diesen 15.000 Schlachten errang er über 31.600 Luftsiege, über 26.000 Bodenziele wurden zerstört und der Vollständigkeit halber ja auch 370 Seeziele. Und Schlesien ist auch, was die Flugzeuge angeht, ja, bei den Pompern hat er mal reingeschnuppert, ich glaube ab und zu auch mal mit dem Schlachtflugzeug, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, er fliegt fast nur ausschließlich Jagdflugzeuge und insbesondere im RB-Modus von Hubschraubern und auch tja, Booten und Schiffen hat er absolut Abstand genommen, da trifft man ihn nie, da steht die Nullkonstanz da, andererseits die Zahl mit den Jägern mehr als imposant. So, nun auch ja, ein schwerer Kollege vor ihm, hier hält er drauf und ja, man möchte fast sagen, fast schon selbstverständlich der nächste Kill, Abschuss Nummer 4 mittlerweile schon und die Reise geht weiter. Ja, nun flog er ein bisschen über dem gegnerischen Flugplatz, hat allerdings nichts anbrennen lassen, hat sich nie in Gefahr begeben, zieht nun ein bisschen weg, die Blenheim kommt ihm hier entgegen, hier hat er auch ordentlich Schaden ausgeteilt. Er dreht aber auch hier, ja, eher, sage ich jetzt einmal, kontrolliert nach, denn im Hintergrund ist schon ein Hawk. Da ist de facto wirklich noch ein großer Sicherheitsabstand da, aber er geht hier kein Risiko ein, denn es bringt ihm viel mehr, wie man es auch sieht, hier gegenüber der Hawk, der bei 36 wieder sich in eine vorteilhafte, in eine überlegene Position zu geben und weniger noch ein paar Kugeln in die Blenheim hier zu investieren, die ja tja, sage jetzt mal, ich gehe mal davon aus, auch gar nicht mehr muss. So, jetzt allerdings eine Hurricane, die hat aufgeschlossen. Hier dreht er mal nach, eine Hurricane MK2. Hier noch einmal das Feuer eröffnet. Inzwischen ist der Zähler der Abschüsse auf 5 hochgegangen. Das war die Blenheim, glaube ich, von vorhin. Noch nicht die Hurricane. Und ja, mittlerweile, er hat bereits das Ass. 5 Abschüsse. Die Erfolge in dieser Maschine, in der 205er Serie Uno, ja, das ist auch kein Zufall, denn auch dieses Flugzeug fliegt ja hier in diesem Replay nicht zum ersten Mal. Ich habe auch hier einen Blick ins Datenblatt gewagt, ja, fast schon im Stil von Schlesien selbst, der das bei jedem oder nahezu jedem Gänger macht. Diesem Flugzeug, der sagt die Statistik über 1240 Schlachten, in diesen 1240 Schlachten 2870 Luftsiege, 2400 und Bodenziele. In anderen Worten, 89% aller Schlachten wurden mit diesem Flugzeug gewonnen und in diesen auch eine imposante Zahl, in diesen 1244 Schlachten hat er in Summe nur 88 Mal das eigene Flugzeug verloren. Das heißt, das hier ist jetzt nicht die Ausnahmeschlacht, tja, in einer Skala von Schlesien, sondern tja, eine Schlacht, die, sage ich jetzt einmal, ein bisschen besser läuft als üblich. Allerdings, tja, hier die Disziplin, die Konsequenz, die Effektivität, das sind Eigenschaften von Schlesien. Und ja, mittlerweile 6 Kills schon am Konto von Schlesien hier, wahrlich, sage ich jetzt einmal, durchaus eine Benchmark, wenn es um Effektivität, Effizienz geht. So manches Flugmanöver ist jetzt nicht wirklich so spektakulär, wie man es auch schon in anderen Folgen gesehen hat. Allerdings, man erinnert sich an die vorhin genannten Zahlen. Der Stil, sage ich jetzt einmal, ist schon fast ein Garant dafür, dass man auch erfolgreich ist.
Ja, und nicht jetzt zwingend seine ein, zwei Schlachten hat mit 5, 6, 7 Kills, ja, dann durchs Tal der Tränen geht, sondern der von Schlesien ist ja einer, der sich, ja, möchte ich sagen, ja, äußerst ungern besiegen lässt. So, nun haben wir hier allerdings auch eine B34, die jetzt auch auf ihn und auch auf die 109er, sagen wir mal, den Angriff wagt. Die B34, man sollte sie nicht wirklich unterschätzen. Natürlich ist sie den beiden Jägern ganz klar unterlegen. Allerdings, ja, auch eine B34 kann mal Erfolge feiern. So, hier allerdings feiert sie keinen Erfolg, sondern nimmt Schaden. Unter anderem auch von Schlesien, ich glaube auch die 109er, hat hier mal eingegriffen. Hier allerdings merkt man die ersten Flugmanöver, tja, da ist fast schon die 109er, der größere Konkurrent hier von Schlesien. Und ja, hier nun zieht er weiter zurück zum Flugfeld, denn auch eines ist klar, ja, jetzt hat er sogar noch den Abschuss vom Bomber von ihm bekommen. Ja, es braucht hier durchaus wieder Munition und auch Treibstoff. Die Start und Landung habe ich jetzt nicht gezeigt, denn ich glaube, bei einem Kaliber von Schlesien, der braucht man sich da jetzt keine Sorgen machen, dass da etwas schief geht. Und mittlerweile, ja, schon fast ein Höhenduell, er ist wieder gestartet. Wir sind auf über 7000 Meter, man achte auf die Zahlen links oben. Und eben nun wieder eine Martlet, eine Hellcat, eine F6F im Dienst der Engländer. Und auch hier, ja, natürlich, sagen wir, die Piloten kennen das, in dieser Höhe, da werden die Maschinen schon einigermaßen träge, aber nicht nur die eigene, sondern auch die andere. Allerdings hier auch von Schlesien wirklich mit überlegten Manövern, aber lässt hier nichts hinzufallen. Hier ein kurzes Schussfenster. Dörnt nicht nach, geht wieder auf die Höhe, die Hellcat zieht auch ein bisschen nach unten. Versucht jetzt dann allerdings auch wieder aufzuschließen. So, nun von Schlesien dörnt nochmal nach. Und tja, die 109er, bei der ich mich eigentlich schon die ganze Zeit frage, ja, hilft sie oder was macht sie eigentlich? Nun hat man gesehen, die Martlet eröffnet das Feuer aus einer durchaus optimistischen Distanz. Allerdings ohne Schaden bei von Schlesien, man hat es kurz gesehen, getroffen hat er allerdings etwas. So, das nun könnte der letzte Gegner sein. Man muss jetzt allerdings auch auf den Balken oben achten. Das gegnerische Team hat kaum noch Punkte. Der Sieg ist eigentlich von Schlesien schon sicher. Aber es wäre nicht er, wenn er jetzt nicht eher noch einen Stress bekommen würde, auch diesen Kill noch hier zu erlangen. Denn, tja, ein anderer würde jetzt sagen, ich habe 7 Kills. Ich schaue, dass ich das Ganze jetzt aussitze. Ich bin aber diese Nummer 1 von Schlesien. Tja, geht aber immer noch auf den Gegner drauf, sucht den richtigen Moment, hat natürlich, davon bin ich felsenfest überzeugt, auch seine Statistik im Kopf. Selbst hier in diesem Moment geht er kein unnötiges Risiko ein. Nach dem Motto, 7 Kills, schön und gut, ja, egal wenn die Maschine drauf geht, nein, das ist für ihn ein absolutes, ja, ich möchte fast sagen, Tabuthema. So, nun von oben. Nun dreht sie nach, die Hellcat, und er hat es tatsächlich geschafft. Ja, 8 Abschüsse nach einer Zwangspause. Ja, mehr als imponierend. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle ganz klar bedanken bei von Schlesien für diese Einsendung. Es hat mich wirklich gefreut, dich hier nun auch begrüßen zu dürfen. Und ja, natürlich ganz klar, mit 8 Schüssen einer Leistung, ja, und ja, diesen Zahlen, die sich ja hinter deinem, ja, Wirken in Warfunder bewirken, ein ganz klares und auch ein herzliches Willkommen im Club der Asse von Schlesien, hier mit der C205 Serie Uno. Und ja, ich sag mal, von ihm kann man durchaus etliches lernen. Und ja, wer ihn auch kennt von Twitch, weiß, von Schlesien ist auch ein durchaus hilfsbereiter Zeitgenosse. Wer noch nicht kennt, geht mal auf Twitch. Er streamt immer wieder mal und reagiert auch auf Fragen. Durchaus hilfreich, nicht überheblich, nicht eingebildet, wobei er es bei diesen Zahlen noch, sagen wir, durchaus das Recht dazu hätte, sondern erklärt auch genau, warum man dieses oder jenes macht. Und
warum dieser Gegner jetzt eher mit Vorsicht zu genießen ist und und. Also er plaudert da schon aus dem Weges. So, das war's nun von mir und von Schlesien. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch einen Kommentar. Wenn du auf diesem Kanal die weiteren Folgen auch sehen möchtest, dann tja, vergiss nicht, auch ein Abo abzuschließen. Das kostet nichts und du wirst automatisch informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Hierzu bitte nicht vergessen, die kleine Glocke auch zu aktivieren. So, und ja, wie so oft, natürlich auch hier der Hinweis, wenn du sagst, naja, Club der Asse, das war natürlich jetzt durchaus eine akzeptable Leistung, aber auch ich kann relativ gut fliegen und möchte das anderen zeigen, ja, dann lass es mich und die anderen wissen, lass mir ein Video oder ein Replay zukommen, Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Und nun kommen wir auch zum Ende. Ich möchte mich nun bedanken, bedanken bei dir, danke für deinen Besuch und ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.